Die weltweite Beliebtheit seiner Geschichten über Tarzan hat den Autor dazu ermutigt, erstmals von diesem merkwürdigen und romantischen Abenteuer des Affenmanns zu berichten. Thank you.
fürchte, der Weg ist zu schwer für Sie, Mary. Nichts wäre schlimmer, als zu Hause auf Dads Rückkehr zu warten. Ich kann den Suchtrupp alleine leiten. Ich weiß, Bob. Ich bleib nicht gern allein zurück. Ich würde wahnsinnig. Ich werd langsam verrückt. Wegen dieser Kerle. Die gefallen mir nicht. Tarzan, komm her! Tarzan! Du trägst das hier zu meiner Tochter. Meine Tochter! In der Hütte! Brauchen wir wohl die Macheten. Herr Abdul! Ja? Die Macheten! Sofort, Herr! Und noch eine Verzögerung. Hey, Jeff. Warum vergessen wir das nicht und suchen diese Bernsteine hier? Weil wir dabei keine Gesellschaft brauchen. Vorsicht. Wir sind bei der Stelle, Miss Brooks. Wo ihr Vater verschwunden ist. Aber diese Verzögerungen. Oh, die gibt es immer im Dschungel. Ja, Nick und ich wissen es nur zu gut. Oh ja, das kann man so sagen. Da hat er völlig recht, Lady. Das wird sich zeigen. Sofort auf! Was ist denn los? Sie sagen, das hier nicht gutes Land, weil weißer Affenmann hier lebt. Was meinen Sie bloß, Bob? Nur eine der tausend Dschungellegenden von einem wilden weißen Mann, der von Affen erzogen wurde. Ein wilder weißer Mann, erzogen von Affen? Oh ja. Glauben Sie etwa diese Geschichte, Jeff?
Ja, ich habe davon gehört. Das war allerdings in London. Jedenfalls sollten wir hier übernachten. Ungar, baut die Zelte auf. Wer hat da eben geschrien? Na, Mary Brooks! Das weiß ich selbst, aber wo ist sie? Bist du Tarzan? Oh. Mein Porträt? Hast du meinen Vater gesehen? Meinen Vater? Warum beantwortest du meine Frage nicht? Komm doch mit mir.
Vielleicht kann ich deine Sprache ja lernen. Oh, bitte trag mich zum Camp. Wer war das? Das war Tarzan. Er brachte eine Nachricht von Dad. Geben Sie mir die Jacke, Bob. Hier. War das der Affenmann? Ja. Jeff. Ihr Vater macht uns genaue Angaben. Morgen bei Sonnenuntergang wird er bei uns sein. Hey, was soll der Quatsch über einen Affenmann? Das ist kein Quatsch, mein Freund. Er kommt uns gerade recht. Was meinst du denn damit? Was soll ich schon meinen? Wie würden dir 10.000 Pfund gefallen, ha? Von was? Von Geld, du Blödmann. Was du Kohle nennst. Na, hör mal. Wenn der Kerl weiß, wo so viel Kohle ist, wieso kauft er sich dann keine Hosen? Der Beschreibung Ihres Vaters muss das die Hütte sein. Mary, vorsichtig! Dad! Oh, Daddy! Oh, Dad, versteck dich nicht! Das sind Vaters Sachen, aber er ist fort. Hier ist ein Hinweis. Ihr Vater ist schlau. Irgendwas über einen Schwindel und einen Schatz. Hier ist eine Landkarte mit dem Weg dorthin. Besser als Tarzan, oder? Ich bewundere deine Dummheit. Aber diesmal liegst du richtig. Ha ha ha!
Gib mir die Waffe. Wir müssen ihm helfen. Warte! Bist du Tarzan? Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Sag dir das vielleicht irgendwas? Hätte ich eine Belohnung von 10.000 Pfund für einen eindeutigen Beweis des Todes von Tarzan aus. Einzigem Nachkommen und Erben. Horace Graves, Anwalt des verstorbenen Lords Greystoke. Ha! Warte, ich will mit dir reden! Oh, Bob! Jeff, was war los? Oh, ich dachte, es war Tarzan. Aber ich habe mich wohl geirrt. Wir gehen besser zu den anderen. Vom hohen Priester entführt. Gerettet von Tarzan. Die haben ihn zurückgeholt. Wir müssen den Tempel finden, bevor er... Nein, Kleines, wir finden ihn ab, keine Angst. Ich fühle, dass er in großer Gefahr ist. Er braucht Hilfe, aber wo sollen wir ihn suchen? Na, Kleines, jetzt beruhige dich zuerst. Du bleibst hier. Versuch, dich etwas auszuruhen. Ich werde ihn suchen gehen. So ist es brav, Kleines. Bewegt euch, macht schneller! Wir müssen die Zelte aufbauen.
Wo um alles in der Welt bist du denn hergekommen? Was soll's? Jedenfalls danke ich dir. Nehmen wir die Karte und holen die Smaragde. Jemand hat die Seite rausgerissen. Oh, aber du hast keine Ahnung, wer das gewesen ist. Ich habe eine Ahnung, dass du was vorhattest. Zum Beispiel das Buch stehlen. Ich? Nein, Tarzan! Ich muss mich für Nick entschuldigen. Er ist oft so einnehmend. Er sagt die Wahrheit, Lady. Das Tagebuch ihres Vaters. Ungeöffnet. Ich habe mir gedacht, dass so etwas passiert. Deswegen habe ich die Karte rausgenommen. Die haben sie gesucht. Und vielleicht hat es einen Grund. Die weiße Frau ist am Leben. Sie bringt Vermägen in Gor. Psst. Abdul! Gib Acht auf mein Signal. Abdul! Kommt! Beeilung! Wir müssen weiter. Sie sollen packen. Ja, mein Herr. Mach gefährlich schneller. Wo ist nur mein Hut? Statue von Zar hat Smaragde an ihren Fingern. Wir brechen sofort auf und suchen meinen Vater. Sehr wohl, Herrin. Sie ist bewusstlos. Bringen Sie in die Höhle von Zar und wir gehen nach Norden. Thank you.
Das weiße Mädchen, das ich versprochen hatte. Zar hat Smaragde an den Fingern. Hier ist die Seite aus Brooks Tagebuch. Jetzt haben sie auch noch Mary gefangen. Kommen Sie. Das sieht wie ein Pfad aus, aber die Karte sagt da entlang. Hey, wenn Sie unsicher sind, wird Jeff einen Blick von dem Grat dort werfen. Gute Idee.
Was ist denn bloß passiert? Nick Moran. Ich war dumm, sie bei ihm zu lassen. Er hat die Karte gestohlen. Hier ist meine Brieftasche. Da war die Karte drin. Sie war drin. Jetzt ist sie weg. Jedenfalls sind wir hier auf dem richtigen Weg. Ihre Karte, Bob. Armer Nick. Was für ein Preis. Wir machen uns besser auf den Rückweg. Das war mal meins. Meins. Das? Meins. Das? Mein. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Gott hat Smaragdfinke. Nur Verrückte wollen Steine stehlen. Ja. Ihre Leute halten mich offenbar für einen Feind. Du sein ein Feind. Nein, nein, nein. Ich bin ein Wissenschaftler, Dr. Brooks. Du sterben, wie geschrieben ist. Weswegen? Diebstahl von Schatz von Zar. Das stimmt leider nicht. Tut mir leid, dein Schatz. Ich erforsche bloß die Geheimnisse eurer unbekannten Rasse und Religion. Dann andere werden kommen und werden rauben. Zars Schätze. Ich schützen. Zars Kinder. Festnehmen, Mann. Wenigstens meine Tochter benachrichtigt. Du wirst weg sein ohne Spur. So wie alle anderen, die herkommen. Nach der Karte muss das der Eingang sein.
Das muss er sein. Wir müssen da reingehen. Statue hat Smaragdfinger. Das ist doch nicht möglich. Hier in Afrika werden eben Träume wahr. Es ist so ruhig. Ja, viel zu ruhig. Friedensopfer für Zar. Ein Opfer, das sehr gefallen wird in seinen Augen. Was meint er mit sehr gefallen in seinen Augen? Mary! Bob! Wo ist Mary? Was? Das wissen Sie nicht? Nein. Zar. Zar? Aber der ist mein Vater. Ich habe versprochen, dass niemand Sie anrührt. Ich habe nichts versprochen. Glauben Sie, ich würde ohne die wieder abreisen? Ein Vermögen an jedem Finger. Kommt her, wir müssen hier raus. Tata!
Du hast mir das Leben gerettet, aber meine Tochter Mary, kannst du mich zu ihr bringen? Sie haben die Karte, Bob. Führen Sie Brooks zur Hütte. Ich folge Tarzan. So Gott will, ist Ihr Vater in der Hütte. Warten Sie bitte, Jeff. Ich will noch etwas packen. So, hier wurden Sie also gefangen gehalten. Nicht gefangen, Jeff. Oh, ich verstehe. Wissen Sie, wer dieser Tarzan ist? Ist das denn so wichtig? Jetzt ist alles völlig anders. Erst lieben Sie Bob, dann Tarzan. Sie können lernen, mich zu lieben. Das ist Tarzan! Versprechen Sie mich zu heiraten, oder ich verdiene mir die 10.000 Pfund. Aber ich brauche Zeit. Dieser Mann wird mich zu meinem Vater bringen. Ha. Du meinst, ich soll hier bleiben? Ja. Glauben Sie, ich lasse Sie bei dieser Kreatur? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, Jeff. Ich werde es halten. Dafür werde ich schon sorgen. Wiederbringen. Unsere Freunde, die Kostas, werden helfen. Du gebe Nachricht durch ganzen Dschungel. Fangen alle Ausländer. Thank you.
Dschungeldurchsage. Die Wilden übertragen Botschaften über hunderte von Meilen. Und diese bedeuten Probleme. Merkwürdig. Ja. Gehen? Nein, Tarzan. Nein, nein. Nacht kommt. Aber Tarzan! Tarzan. Was ist Tarzan? Diese Trommeln. Den Edelstein gestohlen. Aber ich konnte nur einen nehmen. Den größten Smaragd der Welt. Zumindest bis jetzt. Ist er nicht wundervoll? Werden Sie ihn wieder los. Jetzt!
Wow, wir waren so in Sorge um dich. Wo warst du bloß? Erzähle ich dir nachher, nicht jetzt. Wir müssen sofort hier weg. Aber Dad, wir müssen Tarzan doch warnen. Das stimmt. Wir brechen am Abend auf. Wie grausam, einfach wegzulaufen nach allem, was er für uns getan hat. Thank you.
Junga, wir brechen sehr bald auf. Benachrichtige die Träger. Yes, Sir. Ich weiß, Schatz. Mir fällt es auch schwer, den Dschungel zu verlassen. Es ist viel Schreckliches passiert, Daddy. Aber... Denken, das wäre Glück? Mit diesem Halbaffen und seinen Dschungelkreaturen? Ich habe mein Wort gehalten. Und habe Tarzan verschont. Und Sie müssen jetzt Ihres halten. Wollen Sie eine Frau, die Sie nicht liebt? Es genügt, dass ich Sie liebe. So etwas habe ich vermutet. Ich will wissen, worum es da geht. Egal, was Sie von mir denken. Ihr Versprechen müssen Sie halten. Welches Versprechen? Das kann Mary Ihnen sagen. Nun, als ich in Tarzans Höhle war und Jeff mich zurückgeholt hat, sagte er, er bekäme 10.000 Pfund für einen Beweis von Tarzans Tod. Und um Tarzan zu retten, habe ich versprochen, Jeff zu heiraten. Das ist doch nicht zu fassen. Mary, Süße. Und ob ich das tue? Und jetzt gehen Sie raus hier! In Ordnung. Ich gehe. Bringt sie zum Tempel. Thank you.
werdet's nicht wieder frieden. Oh, Bob. Auch wenn ihr uns opfert, werden nach uns andere kommen. Niemand sonst kennt Weg zum Tempel. Aber es gibt eine Karte, die den Weg zeigt. Ich weiß, wo sie ist. Wir tauschen sie gegen unsere Freiheit. Einverstanden. Finden Karte und bringen her. Worte gesprochen, hier seien heilig. Ihr dürft jetzt gehen. Jeff! Ja. Ja. Und das sieht nicht gut aus, Bob. Mary. Wo ist Mary? Ich kann sie nicht sehen. Ich bin hier, Jeff. Ich lag falsch, Mary. Ich wollte dich gewinnen, indem ich ein Dieb war. Doch ich wollte Ende nur mehr. Ja, Jeff. Salzan ist verletzt. Nicht tot. Der Plan.
einziger Sohn und Erbe von Lord Greystoke. Ich verstehe Sie, Jeff. Tarzan ist Erbe einer Lordschaft? Es gibt 10.000 Pfund für die Freigabe des Titels. Für den Mord an Tarzan. Genau. Bob. Ich hab ihn. Den Smaragd. Mary. Ich wollte sie alle haben. Und verlor. Dabei alles. Der Baum kommt mir bekannt vor. Tarzans Höhle ist nicht weit. Mary, wenn er vor Tagen ernsthaft verwundet wurde, könnte es sein, dass Sag es nicht, Bob. Nicht mal denken darfst du das. Da! Das ist seine Höhle! Anhalten! Daddy, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, Schatz. Wir beeilen uns jetzt besser. Ja. Mary, Schatz. Ich kann nicht gehen, Daddy, bis ich es weiß. Ich verstehe dich, Schatz. Ich verstehe dich. Wenn Sie helfen wollen, schicken Sie Männer mit Vorräten, mein Guter. Aber was wird aus Eden und Mary? Wir bleiben in der Hütte. Sie müssen diesen Brief so schnell wie möglich nach England bringen. Also dann ist es wohl Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Du warst ein toller Freund, Bob. Das wirst du immer bleiben. Ich verstehe schon. Aber ich werde nicht aufhören zu hoffen. Nein, Bob. Thank you.
Das ist doch nicht zu fassen. Geht es dir gut? Bist du nicht verletzt? Meine Mary. Tantor. Nein, Tarzan, nicht Tantor. Ich muss dich Englisch lehren. Das heißt Elefant. Tantor. Nein, Tarzan, nicht Tantor. Das heißt Elefant. Tantor. Nein, Tarzan, Elefant. Lilo. Nein, Tarzan. Das heißt Schimpanse. Lilo. Nein. Schimpanse. Lilo. Nein, Tarzan. Nenn es, wie du willst, Tarzan. Es heißt doch Schimpanse. Englisch öde.